Hallo, ihr Querlinge. Dringil und seine Gefährten stehen zur abendlicher Stunde an Olegs Handelsposten und ich könnte jetzt hier die Baronie ausrufen lassen, das mache ich aber nicht, weil ich noch ein bisschen eurem Rat folgen möchte und ein bisschen noch die Lande erkunden möchte. Wie viel Zeit habe ich da eigentlich noch? Wo ist das Journal? Da. Altraum und Flussbett ist erledigt. Gestohlene Lande. Ich habe noch 42 Tage Zeit. Das ist ein reichlicher Monat. Das heißt ja eigentlich mal noch ohne großen Zeitdruck ein bisschen durch die Lande ziehen. Frage, ist es... was soll ich sagen? Ich habe ja auf der Überlandkarte schon dann und wann solche blauen Baronie-Ressourcen gefunden. So Nahrung oder Ruinen. Ich nehme an, dass die erst dann genutzt werden können, wenn man sie entdeckt hat. Es wäre also aus meiner Sicht, ohne dass ich es wüsste, was die hinterher auslösen, wahrscheinlich sinnvoll, so viele wie möglich dieser Dinger zu entdecken, zu lokalisieren. Und ich könnte in irgendwelche aufgedeckten, speziellen Regionen wandern. Ich habe da genug Sachen. So alte Eiche ist mir noch jetzt im Kopf, aber auch unten im Süden, da war vieles Neues aufgeploppt. Ich glaube, ich mache mal eins von denen. Ich gucke zumindest mal, was da so ist. Leider weiß ich jetzt nicht, was da für Viehzeug rumläuft oder was da für Questen sind. Es kann sein, dass ich da in was reinlaufe, wo man erst ab Stufe 10 hin sollte oder so, aber das werde ich dann schmerzlich erfahren. Komm, Drigelein. Wir gehen mal weiter. Ich habe ihm hier alles Nötige weggenommen. Achso, ich könnte mir überlegen, ob ich was mitnehme, um was Spezielles zu kochen. Das ist eine gute Idee. Das sehe ich dann aber gleich. In due time. Los, genau. So, da ist nochmal die... wie nennt man das? Die Truhe? Die Krabbeltruhe, richtig? Ich gucke mal gerade auf meine abgepausten Rezepte. Ich werde etwas kochen, was ich noch nicht gekocht habe. Haggis. Mehl, Zwiebel und Fleisch brauchen wir dafür. Dann nehme ich mal mit. Mehl, Zwiebel, Fleisch. Mehl habe ich 13. Fleisch habe ich 19. Zwiebeln habe ich 6. Dann nimmt man alles mit. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist egal. Mal gucken, wer Haggis als Leibgericht hat. Wobei, kann man das irgendwie teilen hier? Da kann man hier nicht. Wollen wir mal. Achso, ich kann es ja hier weggehen. Moment mal. Weg. Wenn ich es jetzt teile. Aber mal 3 nehmen wir mal mit. Das war irgendwie so nicht gedacht. Teilen 3. Zack. Und hier teilen. Auch 3. Genau. Nehme ich 3 mit. Und die 10 kommt dahin. 3 dahin und 16 dahin. Das ist so schwer. So, diese komischen Holzfiguren habe ich jetzt dabei. Die wiegen nichts. Die habe ich bei einem der Offiziere vom Hirschkönig gefunden. Die behalte ich mal dabei. Ich nehme an, dass man da noch mehr finden kann. Wofür die sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das wird sich zeigen. So, das nehme ich alles mit. Gehen. Es kommen mit Valerie, Amiri, Regonga, Octavia und der Wundermichel, genau. Die anderen beiden, Jätal und Harim, sind noch nicht einsatzfähig. Ich nehme an, das geht auch erst, wenn die Baronie ausgerufen ist, nehme ich an. Vorher wird das nicht passieren. Oder müssen sie eine gewisse Zeit irgendwie im Bett liegen. So 10 Tage oder so, Ingame-Tage, das kann auch passieren. So. Also. Fangbärenhöhle ist mir bekannt. Ich kann versuchen, andere Wege zu erkunden oder ich kann direkt irgendwo hinlaufen, wo ich noch nicht gewesen bin. Den Rattenwinkelhügel habe ich neulich im Vorbeigehen entdeckt. Den Pfad in den Hügeln. Das wassergetränkte Tiefland. Das ist neulich irgendwann aufgeploppt gewesen. Ich habe keine Ahnung, woher das irgendwie kommt. Und ich muss unten an der Festung des Hirschkönigs, ich will mal Bergkönig sagen, da müsste ich auch noch mal ein paar Sachen mitnehmen. Stimmt. Also sollte ich erstmal da runterlaufen, dort einpacken, was geht, weil die Karte dann ja irgendwann nicht mehr erreichbar ist. Was am Alt Ahorn noch liegt, das kann ja erstmal liegen bleiben. Ich glaube, da kann ich jederzeit wieder hin. Das ist jetzt nicht so dringend. Aber erstmal da runter, das ist ein weiter Weg. Und dann
vielleicht hier Flüsschenerhebung. Was ist denn das? Die Flüsschenerhebung ist eine markante Landmarke, die schon aus weiter Ferne zu sehen ist. Ein Fluss hat hier einen ruhigen und malerischen Hügel aufgeschwemmt. Man könnte hier jenseits des Shrike River, des Wirkwassers, hier mal gucken, was da für Wege sind. Ohne zu wissen, ob ich da jemals wieder über den Fluss zurückkomme. Aber das wäre mal so eine Tour. Ja, machen wir es mal so. Und auf dem Hinweg könnte ich auch noch was entdecken. Ich könnte versuchen, hier mal den Schlenker zu gehen. Oder hier, das ist der dazwischen. Das muss mal weg hier. Genau. Also, geht los. Am besten mal dahin. Auf kürzestem Wege. Martinkill kommt bestimmt. Nein. Okay, da war nix. Noch irgendwas hier dazwischen? Das ist das Kiefernfleck. Da war der kleine Stinker. Ne, dann geh mal. Oder geht mal eigentlich dahin. Dieses Kratzen und Schaden. Aha, kämpfen. Was haben wir da? Wir haben da Kobolde, Alchemisten und so weiter. Aha. Ja, hier steht falsch. Stelle ich gerade erst fest. Das ist schlecht. Attacke oder Attacke hier. Consider me provoked to victory. Achtung, der macht gleich was Fieses. Der Kobold-Alchemist. Danke, da. Halt, Moment. Ihr, da. Ihr, da. Danke. Aua. Ja, ist nicht so schlimm. Dann ihr. Also ihr. Da. I'll cut you. Aua. Ist doch ganz schön resistent hier, die Viechler. Alle dort? Ich habe die KI ausgeschaltet. Kobolde. Wenn ich das häuptigen Grußschuppe erzähle. Mach mir so ein Ding, da muss ich eh gleich wieder... Alter, Alter, Alter. Ja, genau. War eine gute Idee. So. Haben wir was wir einsammeln können? Eine Perle, bisschen Gold. Also ein Kupferring. Eine leichte Armbrust ist schön. Bogen ist gut. Speer, naja. Hier unten ein paar Steinchen. Gold. Und dann halt die Rüstung und Lederrüstung. Ich pack erstmal alles ein. Wäre auch toll, einen anderen Ort noch zu finden, wo man was verkaufen kann. Nicht immer zu Olex Handelsposten zurück zu müssen. Irgendwie einen fahrenden Händler entdecken oder sowas. Das wäre cool. Der sich irgendwo unten im Süden herumtreibt. Wobei, was ich ihn dann verkaufe, kann ich ja nicht wieder zurückkaufen. Oder dann weiß ich nicht, wo ich es verkauft habe. Will ich damit sagen. Jetzt weiß ich, dass alles, was ich jemals verkauft habe, bei Oleg zu finden und wieder zurückzukaufen ist, falls da was Falsches dabei war. Der Gardinengilt gibt zur Seite. Der gibt mit zur Seite mit B. Und da ist die Festung des Hirschkönigs. Treten. Der Schatz. Also diese ganzen Rüstungen. Oh, war ja. Na gut. Jetzt seid ihr auch schon wieder mittelschwer beladen, liebe Helden, glaube ich. Dann würde ich jetzt versuchen, dass die Helden wieder zurückkommen. Ah, das ist schon ordentlich. Aber wir gehen mal zur Flüsschenerhebung, weil sie so nah ist. Ja, dann könnt ihr jetzt auch rasten, ist okay. Wir kochen. Was kochen wir denn? Hier mal dieses Haggis kochen lassen. Einfach um zu wissen, ob das irgendwer als Lieblingsgericht hat. Das ist vielleicht seins hier, das wird irgendwie passen. Der Rest kann genauso bleiben, wie es ist. Okay. Ruhepause beginnen. Nee.
Okay, hat geklappt. Oh. Als wir den Rand des milchig-weißen Schleiers erreichten, hielten wir an. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen so dichten Nebel gesehen. Als ich meine Hand ausstreckte, konnte ich kaum noch die Umrisse meiner Finger erkennen. Und wären meine Arme so lang wie die meiner Gefährten, hätte ich wohl nicht einmal meinen Ellenbogen gesehen. Wir tauschen zögerliche Blicke aus. Es würde unmöglich sein, einen Weg durch diesen Nebel zu finden. Magieorten. Wir werden versuchen, unseren Weg mit einer Fackel zu erhellen. Ich habe keine Fackel dabei, ich habe nur so die komischen... Die habe ich gar nicht dabei, scheiße. Magieorten. Es war klar, dass der Nebel unnatürlichen Ursprungs war, aber wer oder was hatte ihn gerufen und geschaffen? Das ist der Hirschkönig und sein komischer Elchtempel. Wir versuchen, unseren Weg mit einer Fackel zu erhellen. Wir haben doch gar keinen dabei, oder? Doch. Das Feuer gab dem Nebel zwar einen heimeligen Farbton und verbesserte die Sicht aber nicht im geringsten. Das Stück ist mit den Tüchtigen. Nachdem wir mit den Händen an den Schultern eine Linie gebildet hatten, gingen wir vorsichtig weiter. Jetzt kann ich in den Nebel reinstapfen. Das ist wahrscheinlich eine blöde Idee, deswegen mache ich's. Das Glück ist mit der Tüchtigen. Nachdem wir mit den Händen an den Schultern eine Linie gebildet hatten, gingen wir vorsichtig weiter. Bald wurde die Luft so feucht, dass wir im Nu völlig durchnässt waren und kaum noch atmen konnten. Wir sahen mit jedem Schritt weniger und waren schließlich völlig blind. Es war absolut unmöglich, auf diese Weise weiterzugehen. Nachdem wir uns mit einem Zählappell unserer Vollzeitigkeit versichert hatten, kehrten wir um und gingen in die entgegengesetzte Richtung. Ach, wir hätten genauso gut unsere Augen schließen können. Stolpernd und auf alles und jeden fluchend irrten wir den halben Tag herum. Es war reines Glück, dass wir aus dieser Suppe wieder herauskamen, an genau jenem Punkt, an dem wir sie betreten hatten. Müde, durchnässt und hungrig schworen wir uns, dass uns keine 10 Pferde noch einmal in diesen Nebel bringen würden. Okay, ich glaube, da konnte man gar nicht weiter. Der Nebel ist ein riesiger Gardinengriff, okay? Ja, dann muss man wohl warten, bis der Nebel weg ist. Dann kann ich ja nur hier weiter. Naja gut, auch da links, aber hier wäre ja auch, oder? Nebel gewesen bald? Na gut. Dann gehen wir halt woanders hin. Dann gehen wir an die Rattenwinkelhügel. Oder? Was heißt es da? Ein bemerkenswerter Hügel, der seinen Namen und seinen schlechten Ruf unzähligen Ratten verdankt. Wie kommt man da überhaupt hin? Ah, hier. Rattenwinkelhügel betreten. Das ist tendenziell relativ groß. Da liegt schon eine Leiche. Oh je. Und dem fehlt der Kopf. Oder? Nee, doch nicht. Aber ihm fehlt jede Menge Blut, das unter ihm heraussuppt. Na gut, dann sind wir auf alles gefasst. Schleicht euch mal dahin. Rattenwinkel, also mit Ratten, das hört sich erstmal nicht so schlimm an, eigentlich. Eine verstümmelte Leiche. Sie wurde offenbar von Nagetieren angeknabbert. Oh je. Trinki, du hast in deiner Baronie ab, wenn an Leichen rumliegt überall. Das ist ja fürchterlich. Halb aufzusteigen, ich glaube, das bringt nicht so viel. Rattenwinkel. Bing! Ah, Falle. Schweinerei. Ah, diese Zacken, die in der Falle sind, die hätte man auch so gesehen, richtig? Die waren auch vorher schon zu sehen. Nur die rote Fläche ist aufgeploppt gerade eben durch den erfolgreichen Wahrnehmungswurf von Amiri. Trinkilein, was würfelst denn du? Eine 8. Eine 9 hätte gereicht, glaube ich, oder? Eine 10? Das weiß ich. Irgend sowas. Aha, geht doch. Und dann eine prollige 17. Hm? Warum stellt hier jemand Fallen auf? Ach, hier oben ist die Karte zu Ende. Aha, das ist doch nicht so groß. Hat doch keine Alt-Ahorn-Ausmaße oder so Ausmaße der Festung des Hirschkönigs. Interesting. Nee, die Zacken waren gerade nicht zu sehen, oder? Überhaupt, die waren gerade nicht da. Wahrnehmungswurf. Schwierigkeitsgrad 21. Das ist schon gar nicht so schlecht. Mach dein Ding. Gib Erfahrung. Danke. Ist ja nicht zu fassen. Nee, die Zacken tauchen auch erst auf, wenn man die Falle entdeckt hat. Man kann also nicht als Spieler sehen, dass eine Falle ist. It is finished. Aha.
Es will jemand überhaupt nicht, dass wir hier langlaufen. Irgendjemand, der schlau genug ist, eine Falle zu stellen. Das klingt nicht nach Ratten. Jo, da, die Zacken waren gerade definitiv nicht da. I know what to do. Do you know what to do? Na dann, mach mal. Zeig mal. Blamier dich mal, nach bestem Gewissen. A trivial matter. Ach, warum bist du jetzt? Ja, ja. Ich habe da oben den Gang gesehen, aber ich gehe erstmal hier oben, draußen lang. Focus on the goal. Da, entschärfen. Die nächste Leiche. Ah! Ach, du bist ja eine Maus. Was hast du jetzt gewürfelt? Eine 2? Wie cool, dass du keine 1 gewürfelt hast. Aua, diese Spitzen, das tat weh. Wunder, Michael, du musst jetzt die mittelschwere Heilung auspacken. Magritium Turinos. Plus 12. Bloß nicht so viel. Naja. Soll erstmal reichen, die steht ja normalerweise nicht an der Front. Da liegt einer. Ah, den kann ich auch plündern. I believe I found something. Ja? Toll. Hier. Bitte keine 1 und bitte keine 2. Aha. Eine 15. Geht doch. Ah, hier unten ist auch nochmal. Ach, da geht der Weg einfach ums Eck. Und da ist einer. Und da ist aber auch so ein Felsenbogen oder einen Höhleneingang. Wir gehen erstmal unten rum. Erstmal so die Lagekundschaften, Auskundschaften und gucken, dass hier keiner ist, der irgendwie die Helden auflauert. Der Baum wackelt. Zurück, irgendwie. Ja, so, genau. Lass den Baum in Frieden. Bisher kein Geiberscheck. Das ist auch ungewöhnlich. Aber auch keine Falle. Okay, hier sind wir schon gewesen. Ja, dann geht mal zurück. Dann gehen wir mal zu der Leiche da hoch. Also am besten da so hin. Was ist das hier? Das ist... Also hier gibt es einen Höhleneingang, aber das hier ist offenbar keiner. Das ist nur so eine Nische der Höhle. Oder der Felswand vielmehr. Der hat einfach nur eine alte Russlandmünze dabei. Aha. Falle, scheiße. Valerie hat Falle ausgelöst. Die hat auch keiner gesehen von euch. Mann. Mäuse. Man kann da nicht reingehen, okay? Ach, der ist wahrscheinlich auch in der Falle gestorben. Aber Valerie hat irgendwie... Valerie hat die Falle ausgelöst, aber hat keinerlei Schaden davon getragen. Und die anderen auch nicht. Das ist erstaunlich. All according to plan. So, da geht's rein irgendwie in die Höhle. Ich bleib mal noch oben, hier an der Oberfläche, und gucke mal, was da noch so ist. Und dann könnte ich hier wieder was abladen. Stichwort Rüstungen und Krempel, der billig ist. Damit ich ein bisschen mit leichtfüßigen Helden da reinlaufen kann. Hier hoch kommt ihr auch gar nicht. Das war's schon. Mehr kann ich hier nicht machen. Ich kann nur in diese Höhle reingehen, wie es aussieht. Hier auf den Felsen hoch komme ich ja nicht. Na schön, dann geht mal dahin. Dann packe ich hier mal was aus. Also, das sind eigentlich alle Rüstungen. Ich muss mir merken, was an welchem Ort noch liegt. Das könnte ein bisschen schwieriger werden. Im Verlauf des Spiels, wenn ich also Haufen anlege und weniger schnell abbaue, als ich neue Haufen anlege. Das ist zumindest das, was ich hoffe, dass ich sie schneller anlege als abbaue. Speer braucht kein Mensch hier. Das kann eigentlich alles erstmal liegen bleiben. So, leichte Helden, jawohl. Dann geht mal rein. Liebling. Ah, geht ja schnell. Da ist irgendwas hier. Was? Ich brauche Licht. Michael, du konntest auch Licht machen, oder?
konntest du. Valerie bekommt Licht. Danke. Speichern. Jetzt ist sehr die Frage, was hier rumgrunzt. Ob das wirklich nur Ratten sind oder riesige, bestiöse Ratten. Ach so. Was zur Hölle war denn das? Ich bin im Kampf. Gegen irgendwas. Was ich noch nicht sehe. Ah, hier ist irgendwie ein bisschen ein heller Fleck. Warte mal, ich würde gar nicht gerade Kopfmampf holen. Au! Oh, hier ist ein irgendwas. Die Frage ist, wo der ist. Was war denn das für eine Wehrratte? Eine Wehrratte! Eine Wehrratte greift Rieke mit Kukri an. Kukri ist eine Nahkampfwaffe. Okay, das heißt, ich brauche ganz dringend... You can count on me. Hier, Glitzerstaub. Right here, my friend. Also ich glaube nicht, dass ich dringend werde retten können. Du dahin... Du dahin? As you order. Du dahin. Ja, tschüss. Aha. Zwei. Wehrratten? Was sind denn Wehrratten? Auweia, ich glaube, ich bin wieder irgendwo hingelaufen, wo ich gar nicht hingehen sollte. Wieso bist du jetzt eigentlich erschöpft, du Nudel? So. Ja, toll, oder? Man geht irgendwo rein und genau das habe ich befürchtet. Dass ich irgendwo reingehe, wo es richtig fetzt gleich. So. Hier alle da angreifen. Was ist denn das für ein Viehzeug? Wogegen ist denn das wohl? Wogegen ist das wohl empfindlich, ist die Frage. Langbogen. Normal Schaden. Mach mal Säure, vielleicht hilft Säure, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wehrwesen. Kann man, also ich habe von dem System ja keine Ahnung, aber Wehrwesen, das klingt fast so, als könnte man als Priester dagegen irgendwas tun. Aber vermutlich nicht mit dem, was ich ja gerade habe. Schutz vor Bösem. Sind Wehrratten böse? Also Wehrwesen böse? Eine freundliche Kreatur griff weiter. Mach das mal auf Valerie. Noch so ein Vieh. Toll. I can't keep this up much longer. Ja. Ich glaube, Christian ist Schutz vor Bösem. Ach, hast du gewirkt? Gut. Dann Wundermichel. Heilen. Das wird nichts werden. Klar kann ich die Helden jetzt auseinanderziehen. Das ist kein Ding. The weak suffer. Aber das... Ja, brauche ich eine andere Taktik für. Also wenn ich einmal getroffen habe, treffe ich ja ganz gut. Ich lade mal. Ich probiere es nochmal neu. So, nach einigen Versuchen bin ich der Einsicht, dass man hier erstmal nicht weitermachen sollte. Es war klar, dass ich irgendwo hinlaufe, wo ich mir eine blutige Nase hole. Das kommt auf die Liste der blutigen Nasen. Also Wehrratten, nee, die sind zu schnell. Ich glaube, die haben so einen permanenten Hasszauber. Ich habe den Eindruck, die greifen zweimal pro Runde an und nicht nur einmal. Das ist nicht schön. Das Beste, was ich in den paar Versuchen, die ich jetzt gemacht habe, hinbekommen habe, ist es, eine Wehrratte tot zu kriegen. Und die zweite halbtot, die war dann schwer verwundet. Aber der Gevatter, der aus dem Hintergrund diese Bomben wirft, der war ja, das ist ja jenseits von Gut und Böse. All according to plan. Der war natürlich unverletzt. Ja. Nee, das ist doof. Aber nicht. Das machen wir später irgendwann. Mit 15 Stufen mehr versuchen wir das nochmal. Das heißt, es ist klar, was hier ist. Hier können wir jetzt weggehen. Was hätten wir noch? Pfad in den Hügeln. Das ist gut. Das gehen wir mal. Machen wir mal so. Ach, du kannst hier auch weitergehen. Ah, schön. Aha, aha, aha. Rastet. Macht euer Ding. Ah, Haggis.
Haggis ist von niemandem, der dabei ist, das Lieblingsrezept. Gut zu wissen. Was macht denn das überhaupt? Erweiterungswürfe, aha. Was hätten wir hier? Pfad in den Hügeln. Das hört sich erstmal sehr harmonisch an, leicht ungefährlich. Wahrscheinlich haust hier ein Drache. Er macht gleich Haggis aus den Helden. Und holt das Haggis, das die Helden in sich drin haben, wieder raus. Ah, hier ist was. Da oben hüpft irgendein kleines Tier. Ah, angekohltes Fragment einer Halskette. Da gefunden. Dreht euch mal dahin. Und wieder weiter. Dieses Vieh, was ist das? Es hat einen großen weißen Schwanz und hüpft wie ein Känguru. Das Ganze bei der Größe eines Feldhasen. Was bist du? Ein ausgewachsener Leopard. Wir probieren es mal. Attacke. Ey. Ey, das ist nicht gut. Kaum verwundet. Der macht ja, also... Hey. Heilung. Du bist zu langsam, Michel. Sag ich doch. I always survive. I survive. Mach ihn alle. Wow, ist der böse. Der ist auch irgendwie zweimal in der Runde am Angreifen. Das ist gemein. Aber jetzt ist er auf Valerie. Krass. Jetzt ist er auf Valerie drauf. Das passt dann besser. How may I help? Valerie konnte er kaum angreifen, aber hier, Amiri. Amiri, du warst jetzt irgendwie gerade völlig im Fokus. Ja, aber der Gegner ging. Das war nicht einfach, aber es war okay. Ein Auswasser-Leopard häuten. Gibt einen Leopardenpelz. Nehme ich mit. Leoparden gibt's hier. Das ist ein toter Kobold. Ein Opfer des Leoparden. Mit einem magischen Kurzbogen. Hotza. Es ist ein Kurzbogen plus eins. Was hast du bisher? Einen normalen Kurzbogen. Dann gratuliere. Nimmst du den, Liebes? Ja, die Karte ist auch nicht so wahnsinnig groß. Hier oben geht's einfach weiter dann. Da ist schon die Windrose. Aha. Aha, aha, aha. Entweder ich entdecke hier irgendetwas nicht. Oder hier ist nichts. Oder die Helden müssen hier irgendwann hin, weil hier irgendwann irgendwer ist. Oder irgendwas. Außer diesem Leoparden weiß hier jedenfalls gar nichts. Überall rumgelaufen. Da nochmal die Ecke. Ich hätte das Gefühl nicht los, dass ich hier was übersehen habe. Hier oben könnte was sein, aber wie soll man denn da hinkommen? Ich habe doch hier nirgendwo irgendwie so diesen Kletterfuß. Dieses Icon. Und es sieht auch keine Stelle so aus, als wäre man wirklich in der Lage, da hochzuklettern als normale Helden. Nö. Tja, komisch. Ist hier irgendwas oder ist es einfach nur so ein Ding, wo nichts ist? Kann ja auch mal sein, dass es eine Regierung gibt, wo nichts ist. Ist ja denkbar. Aber immerhin, ein Gegner und
einen magischen Bogen. Das ist okay, ja. Kann ich mitleben. Vor allen Dingen nach dem Bauchklatscher mit den Wehrratten. Ach ja, Pfad in den Hügeln. Da oben ist was. Aber ich könnte auch nochmal versucht sein, jetzt den Krempel von Alt-Ahorn mitzunehmen. Muss ja zurücklaufen, das ist auch doof. Auf jeden Fall hier lang. Nee, Alt-Ahorn muss ich eh nochmal hin. Da habe ich ja noch Graruk und so offen. Wassergetränk des Tiefland. Wir marschierten lange über die Heide, konnten aber nichts Besonderes ausmachen. Schließlich entdeckten wir ein grünes Tiefland mit mehreren Quellen in der Nähe, die an einem weiteren Hügel hinabflossen. Und dort, in einiger Entfernung, in der Mitte des üppig bewachsenen Tieflands, stand ein einzelner vertrockneter Baum. Ein wahrer Riese. Sein großartiger Umriss erinnerte an eine Tierpfote, die nach dem Himmel griff. Aber das eigentlich Bemerkenswerte war, die flache Ebene war bedeckt mit merkwürdigen dunklen Höckern. Sie waren etwa mannsgroß und in großer Anzahl verteilt. Das sind Riesenmaulwürfe. Wir beschlossen, das Tiefland zu erkunden. Je weiter wir gingen, desto weicher wurde der Boden. Schritt für Schritt wurde das Heidegras abgelöst durch Moos, niedrige Büsche und Farne. Und schließlich kamen dunkle Pfützen stinkenden Sumpfwassers hinzu. Der schlammige Untergrund zog an unseren Füßen und schon bald sprang unsere Gruppe von Grasbüschel zu Grasbüschel. Endlich erreichten wir die erste Gruppe der seltsamen Höcker und erkannten, dass es sich dabei in Wahrheit um Behausungen handelte. Wir bewegten uns vorsichtig weiter auf die Mitte des Tieflands zu und dort begann dann der richtige Sumpf. Auf dem Weg zu dem geheimnisvollen Riesenbaum sahen wir die Silhouette einer weiteren Hütte, die allerdings viel größer und von kleinen Lehmstatuen umringt war. Wir sind Natur 15 hintereinander und mit einem Seil verbunden setzten wir unseren Weg fort. Gescheitert war ja, ich liebe euch. Das lässt sich nicht so fassen. Schwierigkeitsgrad 15, das ist jetzt nicht so schlimm. Vor allem, wenn man schon einen Bonus von 9 hat. Oh Mann. Wir gingen langsam, bedachten jeden Schritt und blieben so weit wie möglich auf trockenerem Boden. Doch je weiter wir kamen, desto schwieriger wurde es und schon bald warteten wir durch hüfthohes Schilf. Frösche quakten laut, während wir beunruhigt in das trübe Wasser starrten, um zu erkennen, welche Schatten dort über den Grund glitten. Plötzlich stolperte Dringil, fluchte und ruderte mit den Armen. Er hatte einen falschen Schritt gemacht, konnte seinen Fuß nicht mehr herausziehen, schrie laut auf und begann in dem widerlich grünen Morast zu versinken. Wir behielten einen klaren Kopf und zogen am Seil, doch der schlecht geknüpfte Knoten ging rasch wieder auf. Rrrk. ADD 14. Damit nicht noch einer von uns ins Moor gezogen wurde, beschlossen wir eine Kette zu bilden. Wir standen nebeneinander, hielten uns an den Händen und begannen unseren Kameraden herauszuziehen. Mann. Naja. Zum Glück gelang es Dringir, seinen Kopf über Wasser zu halten, während wir uns bemühten, ihn zu retten. Er ergriff die nächste Hand, zog mit aller Kraft und befreite erst den einen Fuß und dann den anderen. Das unersättliche Moor gurgelte uns hungrig nach, aber wir blickten nicht zurück. Durchnässt und erschöpft schafften wir es schließlich auf festen Boden und vor uns erhob sich eine Art Palast. Es war eine geräumige Hütte aus Lehm, wie die übrigen, aber verziert mit Kieseln, Knochen, Schilfrohren und Schneckenhäusern. Vor dem Palast befand sich ein breites, seichtes Becken. Das grüne Wasser darin reflektierte die Blätter großer Farne und primitive Lehmfiguren. Das Summen der Mücken war beinahe ohrenbetäubend. Wir waren nicht mehr weit von der Mitte des Sumpfes entfernt und ein fester Weg führte direkt durch das dichte Gebüsch. An seinem Ende erhob sich der große, vertrocknete Baum mit Macht nach oben und kratzte am Firmament. Wissenwelt 17. Wir untersuchten die Lehmfiguren, um herauszufinden, wen sie wohl darstellten. Das wird scheitern. Nein! Glubschaugen, flache Köpfe ohne Hals, Ohren oder Kinn. Hässliche lange Beine, gebeugte Körperhaltung. Diese Skulpturen konnten nur das Werk von Boggarts sein. Primitive, grausame Boggartstämme bewohnen schon seit Urzeiten die Sümpfe von Garhund und Avistan. Sie sind rücksichtslos gegenüber anderen und sich selbst und werden angeführt durch die dunklen Instinkte ihrer wahnsinnigen Priesterkönige. Bekannt ist auch, dass sie in den Becken in den Häusern Fische züchten. Okay. Boggarts, aha. Wir warfen einen Blick in die Hütte. Der Palast war doppelt so hoch wie die übrigen Hütten und sein Eingang war so breit, dass ihn drei Männer nebeneinander durchschreiten konnten.
Die Wände waren verziert. Ein unbekannter Baumeister hatte Zeichnungen in den Lehm geritzt, als er noch feucht war. Die verblasste Krakelei stellte große Amphibien dar, die kleinere Figuren verschlangen. Einige mit Froschkopf, andere nicht. In dreien der vier Zimmer befanden sich große Löcher voller Wasser, genau wie in den übrigen Behausungen, nur dass hier in den Boden gehauene Stufen hineinführten. Am hintersten Raum hing Ausrüstung an den Wänden, Lederrüstungen, Speere, Keulen. Zu unserer Überraschung war einiges davon noch gut erhalten. Die Hütte war fraglos verlassen, also hatten wir keine Bedenken, etwas davon mitzunehmen. Ich finde ein Kurzschwert, Lederrüstung und 137 Goldmünzen. So, wir gingen weiter, waren wir unserem Ziel doch schon so nah. Es war förmlich ein Genuss, wieder den bekannten Pfad zu beschreiten. Wir stellten uns vor, unsere durchnässte Kleidung wäre trocken und sofort hob sich die Stimmung. Die Büsche am Wegesrand schienen uns freundlich zuzuwinken mit ihren saftigen grünen Blättern und den leuchtenden roten Beeren. Ein frischer Wind vertrieb den Gestank der Fäulnis und schließlich fühlte es sich an, als brächten wir den Sumpf bald hinter uns. Doch dann erstarb der Wind und die dornigen Zweige bewegten sich immer noch und wir hörten einen lauten Schrei. Regonga, der nach hinten sicherte, deutete auf eine wogende, kriechende grüne Mauer, die den Pfad hinter uns ausfüllte. Das Dickicht um uns herum erwachte zum Leben. Seine Äste streckten sich mit einem leisen Rascheln nach uns aus. Pflanzensaft trat aus den Dornen aus und leuchtete im smaragdgrünen Halbdunkel. Der Weg verschwand. Wir konnten nicht mehr zurück und die freie Lücke vor uns schloss sich ebenfalls. Beweglichkeit 16. Wir rannten so schnell, unsere Beine uns trugen, auf den sich schließenden Gang zu. Erfolgreich. Trinkelein. Gut. Wie jeder erfahrene Reisende weiß, geht man manchmal langsam und manchmal rennt man. Die Äste griffen nach unseren Rücksäcken und unserer Kleidung und die Sprossen wickelten sich um unsere Füße. Aber wir waren zu schnell für sie und entkamen. Schließlich erreichten wir nach einem endlos erscheinenden Lauf den vertrockneten Riesenbaum, der uns von Anfang an so fasziniert hatte. Und siehe da, in seinen Stamm war eine Götze geschnitzt, eine große gehörnte Kröte mit drei Augen. Ihre Kulleraugen ließen sie gleichzeitig grausam und dumm, ja beinahe idiotisch wirken. Das Maul stand halb offen und zeigte scharfe Zähne und mehrere Zungen. Tiefbraune Streifen liefen aus den Mundwinkeln herab. Religion 15, versuchen zu erkennen, was es für ein Götze ist. Erfolgreich. Es bestand kein Zweifel, das war Gogunta, Meisterin des großen Sumpfes im Abyss der Dämonen. Doch was war das? Während wir den Götzen untersuchten, kam eine große hellblaue Libelle aus einem Loch in den Baum geflogen und ließ sich bei einem von uns einladend auf der Nase nieder. Das Ganze war überaus merkwürdig, sie reagierte nicht auf unsere Bewegungen und schien sich dort, wo sie saß, ganz wohl zu fühlen. Gogunta ist ein Dämonenlord stinkender Sümpfe und die einzige Göttin der sumpfbewohnten Boggarts. Sie tritt als Frosch mit vielen Köpfen und noch mehr Augen und Zungen in Erscheinung. Die Boggarts stellen sie als riesige Königin ihrer Art dar. Chaotisch böse Zähigkeit 18. Tja, rechtschaffend gut. Der Götze hatte eine böse Ausstrahlung, um es vorsichtig auszudrücken. Wir wussten, dass wir ihn zerstören mussten. Machen wir mal das. Eine derartige Obszönität könnten wir nicht untätig ignorieren. Wir zogen unsere Schwerter und schlugen auf das Gesicht im Holz ein und heraus quoll schwarzes, klebriges Blut. Wir hörten einen enormen Donnerschlag und aus dem Nichts erhob sich ein dichter Nebel. Die Vögel kreischten aufgebracht. Kurz darauf folgte weiterer Donner und mit jedem Schlag wurde der Himmel dunkler und dunkler. Bald konnten wir die Sonne durch den Nebel nicht mehr sehen. Plötzlich wurde die Luft erneut erschüttert. Aber war das wirklich Donner oder vielmehr die knarrende Stimme der monströsen Kröte? Unsere eisernen Klingen drangen weiterhin tief in das blutende Holz ein und am Ende waren von dem Götzen nur noch Splitter übrig. Der Nebel legte sich und es herrschte Stille. Plötzlich erkannten wir, dass alle Frösche im Sumpf verstummt waren. Wir seufzten erleichtert, drehten uns um und sahen, dass das fleischfressende Gebüsch verdorrt war. Zufrieden kehrten wir dorthin zurück, woher wir gekommen waren. Aha. Das war jetzt nur so eine Skriptaktion. Ich konnte jetzt da gar nicht in das Gebiet reingehen. Das glaube ich nicht. Nee, da geht's wieder neu los. Hm.
Dieses unheimliche Sumpfland war eine veritable Todesfalle. Wir kehrten um und verfolgten unseren Weg zurück auf bekanntes Territorium. Zum Glück kam es dabei nicht zu weiteren Abenteuern. Ich frage mich, was wohl passiert wäre, wenn jemand der Helden dieses Krötenamulett getragen hätte. Was habe ich denn für einen Debuff? Was ist das? Fluch der Leibesschwäche. Och, du meine Güte. Was ist von irgendeinem Scheiß hier? Naja, gut. Okay, tja, also Trinki hielt es für sinnvoll, so ein Ding, so einen Götzen auf dem Territorium seiner zukünftigen Baronie zu Kleinholz zu verarbeiten. Sicher ist sicher. Aber was ich hier sonst noch hätte machen können, ist natürlich jetzt fraglich. Na gut. Ja, liebe Quirlinge, jetzt ist hier mal Schluss und weiter mit den nächsten Abenteuern. Irgendwo hier zwischen Fangbärenhöhle und wassergetränktem Tiefland geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!